Okay, hallo Leute, ich bin's Metal Mario Master. Und ich bin Dani Wolfi. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3, dem letzten Part. Ja. Yeah. Weil wir stehen hier nämlich gerade vor Bowser Schloss, dem letzten Level. Dann irgendwie ausgeht wie ein Gesicht. Stimmt. Tja, und jetzt heißt es. Controller anmachen. Genau, erstmal Controller anmachen und dann heißt es jetzt auch wirklich los. Jetzt kommt's. Oh. Oh, oh. Oh, Laserschüsse. Laserschüsse. Na. Ah. Komm, bring mich bitte nach oben, Plattform. Komm. Ui! Also die letzte Hürde wirst du auch noch schaffen. Ja. Ich bin einfach nur mit dem seelischen Beistand da. Danke sehr. Ja, stimmt. Es ist ja so, dass ich hier die ganze Welt retten muss. Es ist immerhin mein Schicksal. Ja. Oder so ähnlich. Denkst du, nur weil er Super Mario Bros. Heißt, muss ich einen Finger krumm machen? Stimmt auch wieder. So, weiter. Oh, schon wieder Lasers. Laser. Lasers. Oh, seht euch nur diese Statuen an, wie hässlich die sind. Das ist gar nicht zu meinem Stil. Wow. Da kommt irgendwie Feuer. Wieso kommt da. Oh nein, 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 nein! Doch. Verdammt. Da. Einfach so rausgeschossen von Bowser. Genau. So, kommt vielleicht meine Gunst der Stunde. Ja. Kommt jetzt vielleicht seine große Chance. So, ich geh jetzt bewaffnet da rein. Was zum Teufel? Dauer, gemein. Dauerfeuer hier. Ich mache ein Dauerfeuer mit dir. Die stehen drauf. Ma. Oh. Wer hätte es gedacht? Ja. Aber hier ist ein Leben. Ganz genau. Das heißt, solange ich mal bis hierhin komme, kann ich gar nicht Game Over gehen. Das ist richtig. Ja, komm, wir haben jetzt. Oh, ja, uns hat letzte Level erreicht. Eigentlich jetzt wirklich Game Over gegangen. Zumindest für dich nicht ein viertes Mal. Aber das können wir uns ja gar nicht erlauben. Nein. Ah. Wie ich aber gerettet hab. So. Ich geh jetzt auch bewaffnet da rein. Ich geh sogar doppelt bewaffnet da rein. Ja, ne, wegen dem Anfang wäre wahrscheinlich besser. Na und? Eigentlich kann man da so durchspringen. Hui! Pass auf, ich schieß meine Hammer nach euch. Ha! Der hat einen Hammer nach Feuer geworfen, was zum Teufel. Hier. Wer macht denn sowas? Ich mach sowas. Ja, because the only way to kill fire is to throw it. We're down with hammers. The only way to kill is to throw a goddamn hammer in its face. What? Warte mal. Hab ich denn jetzt gerade wirklich gemacht? Was denn? Hab ich gerade wirklich. Ich meine, dass ich gerade auch dieses Feuer getötet habe. Ich meine, ich habe gerade so ein Feuer getötet. Oh, auf Feuer zu töten? Du verreckst ja gleich noch. Ich verrecke nicht. Ja. Ja, oder? Okay, vielleicht verrecke ich gleich doch. Wow. Entschuldigung. Oh, was? Oh nein, ich bin wieder am Anfang. Au. Ja, da kann man einfach durchsprinten. Das habe ich auch gedacht. Bei dem Advanced-Teil ist das möglich. Und schon mal die Frage in den Raum zu klären. Nein, man kann sich hier nur einmal ein extra Leben holen. Verdammt. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Also ich habe am Ende so 99 Leben gehabt. Ja, sicher doch. Uah. Uah. Ich geh jetzt mal unten lang. Weil auch dieser Weg führt zu Bowser. Und
schon sagen. Weißt du überhaupt, wo du lang musst? Ich weiß, wo ich lang muss. Du hättest ja nach dem Weg fragen müssen. Ja, sicher auch. Ich muss mich in seinem Schluss nach dem Weg fragen. Ich bin doch hier so oft schon gewesen. Warum feuern die nicht, Mann? Ich weiß nicht. Die stehen hier wahrscheinlich nur zur Deko. Jump on fire, jump on fire, jump on fire. Und nochmal jump on fire. Na, komm schon. Okay, jetzt geht's los. Hi, Bowser. Da ist er. Oh, jetzt brauchst du dich frecken. Ich geb mein Bestes. Oh, ich glaube, der ist nicht so schwer wie in Super Mario World oder so. Nee. Muss ich sagen, in Super Mario World ist der wirklich schwer. Oder? Das war jetzt knapp. Ah, dann kriegst du schon. Was? What? What's going on here? Und, oh, okay. Was? Okay, das war jetzt gerade unfair. Und tschüss. Und weg ist er. Gute Nacht, Bowser. Yay! Ich glaube, er ist tot, ja. He's dead. Juhu! Yay, ich jump jetzt ja einfach mal ein bisschen rum. Nein, wir gehen einfach weiter. Du springst jetzt einfach in den Abgrund. Yay! Hi Peach, ich hab dich gerettet. Und ich hab geholfen. Genau, er hat geholfen. Thank you. But our princess is in another castle. What? Just kidding. Bye bye. Hey, bye bye, wir haben uns gerade erst wieder gesehen. Ja, wir haben uns gerade erst gesehen. So. Jetzt werden erstmal nochmal die ganzen Weltnamen vorgestellt. Welt 1, Grasland. Ah. Die war noch gut. Welt 2, Wüstenland. Die auch. Welt 3, Wasserland. Ich hasse diese Welt. Ein schöner Frosch im Hintergrund. Welt 4, Riesenland. Mit den Asiatenfisch. Hilfe, ich muss vor den Asiatenfisch fliehen. Hola, konnichiwa. Welt 5, Himmelland. Tut da Koopa gerade irgendwie der tut die Statue an? Ja. Welt 6, Island. Damit haben wir uns lang genug auseinandergesetzt. Mhm. Welt 7, Röhrenland. Oh yeah, ich bin so gut. Welt 8, Dunkelland. Und das war's. Jo, das war's. Die Das ist das Ende von Super Mario Bros. 3 und auch von diesem Let's Play. Es war relativ kurz, aber ich hoffe, wir haben immerhin eure Ansprüche hier einbehalten. Ja, ich hoffe, einigen hat es auch gefallen, auch wenn wir uns hier und da ein bisschen grotsch angestellt haben manchmal, aber... Vor allen Dingen in Welt 3 haben wir uns beide sehr schlecht angestellt, vor allen Dingen ich. Aber ist ja nicht jeder perfekt. Ja, genau. Naja, das war Super Mario Bros. 3 im Together mit der Nero LP. Jo. Hey. Ich hoffe, dass ihr demnächst nochmal dabei seid, wenn wir wieder ein Together machen. Welches Together dann sein wird, das werdet ihr schon noch erfahren. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Daniro LP. Und wir heißen, und wir sagen nur... Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye.